Frau Dr. Winkler, was sind denn eigentlich diese Myome, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen? Ja, Myome sind Knoten, die sich aus der Muskulatur der Gebärmutterwand entwickeln und sind gutartige Tumore. Und wie entstehen und wachsen Myome in der Gebärmutter? Das weiß man leider Gottes nicht. Wir wissen bis heute nicht ganz genau, warum und wie Myome entstehen. Wir wissen nur, dass sie hormonabhängig sind. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass auch ich ein Myom bekomme? Ja, auch das ist sicherlich etwas unterschiedlich. Von den Statistiken her sagt man, dass etwas über die Hälfte aller Frauen im Laufe ihres Lebens ein Myom entwickeln. Ja, und da sie hormonabhängig sind, ist das in aller Regel meistens noch vor dem Einsetzen der Wechseljahre. Wenn es sein kann, dass ich so ein Myom habe, wie finden Sie das raus? Diagnostiziert werden sie meistens in der gynäkologischen Praxis durch ihren behandelnden Frauenarzt. Das ist einmal die Tastuntersuchung, die Sie sicherlich alle kennen, und der Ultraschall kann dazu noch hilfreich sein. Sind denn Myome hauptsächlich gutartig oder können die auch mal bösartig sein? Ja, das gibt es sehr selten. Unter 1% aller entwickelten Myome können auch mal bösartig entarten. Und das trifft meistens Frauen nach den Wechseljahren. Welche Symptome machen denn Myome? Die Symptome von Myomen können ganz mannigfaltig sein. Also, wir haben meistens Blutungsstörungen. Ein bisschen in Abhängigkeit vom Sitz des Myoms können sie auch Schmerzen bereiten, Druckbeschwerden zu Blase oder Darm. Aber vorzugsweise sind es die Blutungsstörungen, die dann die Patientin auch in die Praxis führen oder zur Beratung einer Behandlung bringen. Müssen Myome denn behandelt werden, wenn sie hauptsächlich gutartig sind? Also man sagt so ungefähr, dass nur jedes dritte Myom im Laufe seiner Entwicklung tatsächlich zu Symptomen führt. Und nur wenn Symptome da sind, muss es auch behandelt werden. Das heißt, zum Schluss entscheiden Sie selbst, ob Sie sagen, ich kann ganz gut damit leben oder eben nicht. Und wenn Ihre Lebensqualität beeinträchtigt ist, dann sollte es auch behandelt werden.